Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen zur bereits dritten Folge von Tom Clancy's The Division. In der letzten wäre hier mit vor uns ist explodiert, ins gekommen und uns dann nach Manhattan gebracht, zu der eigentlichen Stadt, wo sich das Spiel auch drum dreht. Sogar ein Freund ist da von mir. So, wir sollen jetzt hier, okay, das ist Operationsbasis. Machen wir gleich erstmal hier den Hub an. So, was gibt's denn hier alles? Schaut so aus, ist das mal irgendwas Schönes für Kinder. Ja, auch diese Details mit so einem schönen Schiff da hinten. Was gerade am Absinken ist. Okay. Alter, diese Menschen hier alles. Von komischen Anzügen alles. Komisch. Alter. Verkäufer entdeckt. Ausstatter. Hallo, was hast du denn? Also nicht so geile Sachen haben. Nee. Ja, die behalte ich erstmal. So. Ja, erstmal verkaufen. Alles, was auch. Das kann ich noch brauchen. Alles, was ich nicht. Gibt Sachen. Ich bin im Moment nur auf weiß, deswegen im Händler. Schöne Waffe. Gutes Paar. Nicht wirklich. Irgendwann vielleicht. Ah, aber auffüllen kann man immer. Tschüss. Oh, hier ist eine Karte. Die lese ich. Kämpfe und sonstiges freigeschaltet haben, wie es aussieht. Oben auf der Map, da gibt es anderen Typi. Ja, da ist. Hallöchen. Oh, du siehst müde. Vier Einsätze. Und ich sag's ja nur ungern, aber es kann auch so sein. Da haben wir aber jetzt fast. Ich gehe jetzt erstmal zur Operationsbasis. Danach gucken wir mal, was wir unten von der Mission machen können. Das wäre denn hier alles. Weg dorthin sollte kein Kampf oder Mission sein. Das ist gut. Ich brauche meine Mission und mein Leben noch für die Hoffnungsbasis. Ich bin jetzt gerade schon wieder so ruhig, weil laufen halt, ne? Ich glaube aber, so wie es ausschaut, ist das jetzt meine letzte Folge, die ich vorproduziere. Einsatzdaten entdeckt. Unser erstes Teil, was wir gefunden haben. Gut. Sie sind okay. Du bist also. Und wenn das wir Kinder haben, du einfach so, als ob du es ernst meinst, dann geben sie nach. Vor allem mit Kindern. Ja. Und wenn nicht, dann geht das auf sie. Sie sterben nur dann, wenn sie sich dafür entscheiden. Sie haben die Wahl. Das ist doch gut. Blödsinn. Ja, aber ich gebe reichen Arschlöchern keinen Freifahrschein, nur weil sie Familie haben. Ihre ja, Familie. 41 Einsatzberichten gefunden. Mann, lass es uns tun. So, noch 300 Meter. Eine Bedürftige. Kann ich was geben? Ja, ich kann was geben. Schicke Bomberjacke. Die gucken wir uns gleich mal an. Aussehen, Jacken. So wie es ausschaut, werden die Jacken auch übertragen. Ja, die Jacken werden auch übertragen. Genauso wie alles andere. Aber wir haben die schicke Bomberjacke bekommen, deswegen ziehen wir die schicke Bomberjacke jetzt auch mal an. Mit doppelt A drücken rollt man sich so schön ab. Da vorne sind Gegner. Eine einfache Bedrohung. Also nur die beiden da.
bin nicht so schwer. Noch 200 Meter noch. Das ist doch ein Witz, da vorne sind schon wieder zwei. Ich weiß, dass da was drin ist. Mach den fertig, schnell! So, da. Ach nö, da ist doch noch ein Kampf zwischen. Das bedeutet, wir gehen zurück und einen anderen Weg. Ich möchte jetzt keinen Kampf machen. Kann ich hier durch? Ich möchte jetzt nur diese Mission da machen. Kampf können wir vielleicht danach machen oder in der nächsten Folge. Je nachdem, wie zeitaufwendig das jetzt hier ist. Muss man nachladen. Jetzt habe ich doch Munition verbraten. Zentrale, hier ist Division-Agentin Fei Lau, bevollmächtigt und autorisiert durch Präsidentenverfügung und Director 51 als Teil der Operation Answer, Phase 2. Wer Sie auch sind, Sie werden massiv angegriffen. Ich weiß nicht, welche Art Hilfe Sie... Ach, scheiß drauf, wir nehmen alles, was Sie haben. Wie kommen Sie in meinen Funk? Wir retten Ihnen den Arsch, aber passen Sie auf, dass Sie auf keinen schießen, der Ihnen helfen will. Ich bin dabei, euch den Arsch zu retten. Ich bin irgendein Typ. Achtung, Axel auf lokale GTS-Frequenzen. Einheit 43, Vorsicht, Agenten der Division sind als Rückendeckung zu ihrer Stellung unterwegs. Da vorne sind welche, ich guck mal nach, wie viele es sind. Schaffen Sie sie sofort her. Drei. Wir brauchen Unterstützung auf der Treppe. Martinez, das kann nicht stimmen, weil ich die da schon stehe. Ich bin auch hier aufzämmen. Dabei sollte weniger auf Beine schießen, sondern mehr auf den Kopf. Oh, da vorne ist was. Schade, dass ich nicht Level 30 bin, weil das ist ein Boss mit Namen und die droppen dann was Goldenes. Halbe Rüstung weg. Komm, weg den Kopf. Komm hoch, komm hoch. Gut schon, das ist langweilig. Denn macht man so. Kann man sich schon mal irgendwo anlehnen, da kann man sich gleich gut töten. Okay. Selbst getroffen. Okay. Nice. Geschafft. Die Lage da draußen ist jetzt unter Kontrolle. Mein offizieller Bericht? Die Division hat uns den Arsch gerettet. Danke für die Meldung, Einheit Bravo. Schön, dass Sie es geschafft haben. Bleiben Sie wachsam. Wir müssen die Basis wieder aufbauen. Gehen Sie ruhig rein und sehen Sie sich schon mal um. Okay, ich habe endlich ein Transportmittel und bin auf dem Weg zu Ihnen. Gehen wir das an. Luftventilation und Reinigungssysteme aktiv. Kontaminationsstufe gesenkt. Cool. Agent, wir müssen die Basis wieder aufbauen und wir müssen den New Yorkern zeigen, dass sie ihre Stadt zurückkriegen.
Unsere Operationsbasis hat viel Potenzial, aber im Moment ist sie ein Schrotthaufen und wir können sie nicht bemannen. Um Laden auf Vordermann zu bringen, brauchen wir Leute, die wissen, was sie tun. Ärzte zum Beispiel. Da ist eine Virologin, die das Feldlazarett am Madison Square Garden leitet. Aber die ganze Gegend ist im Arsch. Mit ihr kriegen wir die medizinische Abteilung zum Laufen. Ohne sie... Der JTF-Commander Benitez ist draußen im Einsatz und es besteht kein Kontakt. Holen Sie ihn. Wir brauchen ihn, um den Security-Flügel einzurichten. Und es würde zusätzlich die Wir müssen auch die Grundversorgung wiederherstellen. Wir brauchen Strom. Und vor allem die Netzdaten. Das hat schon jemand versucht, aber es gab Ärger, als er uns anschließen wollte. Ohne ihn bleiben die Lichter aus. Alles klar. Isaac kann die einzelnen Flügel der Basis selbstständig erfassen und die Fortschritte synchronisieren, damit wir eine bessere Übersicht über das Geschehen erhalten. Und je stabiler die Basis, desto besser geht's der Stadt. Okay. Der Sicherheitsflügel benötigt Aufmerksamkeit. Und wir brauchen Captain Benitez. Er kann die JTF mobilisieren und uns mit den nötigen Informationen und der Feuerkraft versorgen, um die Straßen zu säubern. Der Technikflügel hat schon bessere Tage erlebt. Aber wenn sie Rhodes herbeischaffen können, wird er sicher noch einige Asse im Ärmel haben. Ehemaliger PMC. Er weiß mehr, als man erwartet. Ich halte ihn für sehr hilfreich. Der medizinische Flügel ist eine Ruine. Sobald wir den Virologen hier haben, können wir einen Stab einrichten, den Ursprung des Virus erforschen und Vorräte heranschaffen. In erster Linie für die Zivilisten, aber auch für uns. Hello, machen wir sofort. Erstmal mit der hier reden. Okay, also du bist ein Division Agent, ja? Super. Halte dich nicht mit dem Tod oder dem Gemetzel um dich herum auf. Okay, oder klar, der Tatsache, dass so viele schon versucht haben, was du jetzt versuchst. Und dabei kläglich scheiterten. Und wir können auch reden. Hey, hören Sie. Ich werde nicht mit Ihnen da rausgehen können. Nicht mit diesem gottverdammten Bein. Ich tue, was ich kann von hier aus. Auch wenn es nicht viel ist. Sie haben ja keine Vorstellung, wie sehr ich auf diesen Einsatz gewartet habe. Für genau so ein Szenario habe ich mein Leben lang trainiert. Aber das hier ist noch weit schlimmer als erwartet. Sie erinnern sich, dass Sie keine Verbindungen knüpfen sollten? Weil es Sie behindern würde, wenn Sie aktiviert werden? Nun, ich habe es probiert. Aber es hat nicht funktioniert. Nicht für mich. Das sind meine Mitbürger. Das ist meine Stadt. Wir holen Sie zurück. Sie müssen... Ja, okay. Okay. Die Leute brauchen uns. Lassen wir sie nicht hängen. Okay. Einsatz abgeschlossen. 500 DP. Ich will sie nicht aufhalten. Das haben wir auch. Ein Wort genügt. Never Box gehört Ihnen. Freigeschaltete Händler. Aber mit nicht gerade so guten Waffen. Ich habe die beste Auswahl in New York. Naja. Bisschen teuer für das, was es kann. Jetzt gibt's ja einen Mods. Auch nix. Machen Sie's gut. Wir sehen uns. Okay, Fertigungsstation können wir noch nicht machen, weil wir haben kein Fertigungsmaterial. Das bedeutet, wir gucken mal bei einem Belohnungshändler vorbei. Hey, dort habe ich ja etwas. Ich habe was einlösen. Zum Beispiel den. Und die ganzen Waffen hier. Sturmgewehr, alles aus Sturmgewehre. Delfer. Die lassen wir erstmal. Diese Sachen habe ich freigeschaltet, da ich ja die, da kann ich die AK raufpacken. Da ich halt die Goldvision, oder wie die jetzt immer hieß, von Division habe. Das bedeutet, das war die teure Version. Das Magazingröße ist schon mal gut. Für 100 Euro. Hat dann ja auch etwas mehr gekostet. Und dann kann sehen man Sie ja was schon mal Nützliches etwas für sich? Bekommen. Für so, das können wir ja alles verkaufen, das brauchen wir nicht mehr.
Schon haben wir ein bisschen mehr Geld. Schon 366 Credits, das ist schön. Serie sind wir bei 15 Minuten angelangt. Das heißt, wir füllen nochmal auf und. Und ja. Das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Eine Bewertung wäre auch nicht schlecht. Vom Kommentariat her wäre es schön, wenn ihr eins da lassen würdet. Und das wäre es halt mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.